Die schärfste Forscherboygroup der Galaxis, die Science Busters, sind heute sportlich im Dienste der Wissenschaft unterwegs. Sie testen den Flying Fox der Spider-Rock-Anlage. Der Spider-Rock XL ist ein 36 Meter hoher Gerüstturm. Da fliegt man dann 360 Meter bis zur Donaumarina vor. Viel Spaß! Den werden Martin Puntigam, Professor Heinz Oberhummer und Universitätslektor Werner Gruber auch haben. Trotz Sicherung wird Martin Puntigam beim Anblick der Höhe ganz schön mulmig im Bauch. Es werden jede Menge an Stresshormone ausgeschüttet. Das führt dazu, dass sie viel aktiver sind. Das führt dazu, dass sich ihr Magen zusammendrückt, gleichzeitig aber die Darmtätigkeit schlagartig nachlässt. Sie müssen im Moment keine Energie produzieren. Es geht darum, die Muskelanspannung wird erhöht, der Blutdruck steigt. Sie sind jetzt in der Lage zu fliehen. Würden Sie jetzt weglaufen, laufen Sie schneller, als Sie es im normalen Grundzustand tun würden. Aber es gibt ja den berühmten Angstschaß. Wenn die Darmtätigkeit eingestellt ist, wie produziert man den? Gar nicht. Das ist ein Mythos. Es ist tatsächlich so, wenn Sie in einer sehr bedrohlichen Situation sind, werden alle Körperöffnungen verschlossen. Sie beginnen nicht einmal zu schwitzen. Das heißt, wenn vor einer Schularbeit, so wie man es erinnern kann, jemand einen grauenhaften Furz lässt, dann ist er einfach zu wenig angespannt. Der hat diese Schularbeit sehr locker genommen. Entweder er hat sehr viel gelernt oder er hat sich gesagt, eh schon egal. Wir halten uns vorsichtshalber die Nase zu und begeben uns nach oben. Herr Professor, wir stehen in 36 Meter Höhe. Wir beide sind gut gesichert, der Herr Gruber nicht. Wenn wir jetzt hinunterflögen, wer wird als Erster aufkommen? Man würde fast zur gleichen Zeit aufkommen. Das ist das Fallgesetz, das vor 400 Jahren von Galilei entdeckt wurde. In Wirklichkeit ist es aber so, weil der Herr Gruber etwas schwerer ist, kann er den Luftwiderstand etwas leichter überwinden und ist vielleicht wahrscheinlich etwas früher als wir dort. Das heißt, wir beide müssten einfach nur schauen, dass er als Erster ankommt und dann auf ihm landen und könnten dann sicher herunterspringen. Ja, dadurch wären wir geschützt. Allerdings für den Herrn Gruber wäre das nicht so günstig, wenn wir auf ihm landen würden. Für euch auch nicht, glaubt's mir das. Eingeschüchtert setzt die Furcht bei Herrn Gruber schon weit vorm Abflug ein. Ich kann das für mich beantworten, dass ich da nicht runterfallen werde. Ich bleibe einfach da. Während Herr Gruber sich weiter mit der Physik des Liftes beschäftigt, schickt Martin Puntigam seinen Kollegen Oberhummer zum Testflug vor. Geschafft! Jetzt testet Martin Puntigam die wissenschaftliche Behauptung seines Kollegen. Macht Mehrgewicht tatsächlich schneller? Er wagt sich in den Wettkampf mit Praktikantin Steffi. Ich bedanke mich für den fairen Wettkampf. Danke, in der eigenen Gewichtsklasse natürlich Erster. Guter Tipp ist für Männer, wenn sie ihre Hoden doch deutlich in die Höhe ziehen, bevor sie wegspringen. Man hat danach auch ein bisschen weiche Beine, so wie das der Herr Gruber erklärt hat. Der Körper bereitet innerlich einiges vor. Im Endeffekt ist es aber ein großes Vergnügen und ich habe tatsächlich, wie das die Naturwissenschaften vorausgesagt haben, gewonnen. Natürlich aber auch, weil ich am Ende in die optimale Abfahrtshocke gegangen bin. Man würde annehmen, nachdem ja der Martin doppelt so schwer ist wie die Steffi, dass der Martin gewinnt. Es ist aber so, dass am Anfang sind beide gleich schnell. Warum? Zwar ist das Gewicht doppelt so groß, aber die Rolle wird auch mit der doppelten Kraft auf das Seil angepresst. Erreicht man jedoch eine gewisse Geschwindigkeit hier beim Flying Fox 75 km/h, dann ist es so, dass wegen des größeren Luftwiderstandes der Martin gewinnen wird. Er hat sich dazu in eine Tropfenform begeben und hat dadurch das Rennen gewonnen. Und im Vakuum wären beide gleich schnell gewesen. Die Erde ist eine Kugel. Wir sind nicht der Mittelpunkt des Universums. Und die Naturwissenschaften sind manchmal ein reines Vergnügen. These bewiesen.